So, also was haben wir jetzt? Sie haben den Zettel, das Hanfseil, die Kerze, den Umschlag, die Kordel, das Schwert, die Silbermünze, das Feuerzeug, die Flasche, den Schaft, die Spitze, den Haken, das Marmeladenglas, die Tube, den Fliegenfänger, die Kinderbibel und den Würfelzucker. So, und wenn wir jetzt eine Fliege fangen wollen, also ein Fliegenfänger mag sie nicht, das wissen wir schon. Was denn mit dem Marmeladenglas? Versuche. Marmeladenglas. Ach, was Sie alles wissen wollen. Es ist ein gläsernes Marmeladenglas aus Glas mit gläsernen Wänden und einem Boden aus, richtig, aus Glas. Das Marmeladenglas ist zu. Ja, machen wir es doch mal auf. Öffne Marmeladenglas. Aha, da war wohl mal Himbeermarmelade drin. Ein paar Reste verströmen noch immer den einstigen Duft selbst eingekochter Marmelade. Das Marmeladenglas ist jetzt offen. Das ist doch perfekt, um die Fliege anzulocken. Und wenn wir jetzt noch den noch nicht von Fliegen aufgefressenen Würfelzucker reintun. Was benutze? Nee, lege. Lege Würfelzucker in Marmeladenglas. Der Würfelzucker befindet sich nun in dem Marmeladenglas. Stelle Marmeladenglas auf den Tisch. So. Okay, jetzt haben wir ein Marmeladenglas, das Marmeladenduft verströmt, in dem ein noch nicht von Fliegen gefressener Würfelzucker drin liegt, auf dem Tisch. So, jetzt muss eigentlich nur noch die Fliege vorbeikommen. Ja, warten wir mal. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Dumpti-dumm. Ja, vorhin ist die Fliege dauernd um uns rumgeschwirrt. Jetzt kommt sie nicht. Das ist doch unglaublich. Die Zeit vergeht, Zeit vergeht. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa 3 Stunden. So. Mit dem Spielstand war irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet und die Fliege kam einfach nicht mehr. Also bin ich ein Stück zurückgegangen, habe einen alten Spielstand geladen, schnell vorgegangen, Glas auf den Tisch gestellt, Würfelzucker hinein, gewartet und jetzt ist die Fliege da. Also, angelockt vom Duft der Himbeermarmelade landet die Fliege auf dem Rand des Marmeladenglases und stürzt sich gierig auf den Würfelzucker, der im Glas liegt. Die Zeit vergeht. So, dann schnell schließe Glas. Das Marmeladenglas ist jetzt zu. Wunderbar. Jetzt ist die Fliege drin. Also, untersuche Glas. Die Fliege brummt wütend im Marmeladenglas herum, beruhigt sich aber im nächsten Moment wieder. Sie setzt sich auf den Würfelzucker und beginnt heftig daran zu nuckeln. An ihrem Chitinpanzer, etwa in der Höhe der Brust, ist ein kleiner Sticker zu sehen. Ach, was Sie alles wissen wollen, ist ein gläsernes. Das hatten wir schon. Was ist denn das für ein Sticker? Untersuche Sticker. Ah, um Himmels Willen. Was ist mit der Fliege? Oh, wie traurig. Die Fliege liegt mausetot im Marmeladenglas und streckt die Beine steil in die Höhe. Das arme Tierchen. Moment, dort auf ihrem Chitinpanzer in der Höhe der Brust ist ein kleiner gelber Sticker zu sehen. Ach herrje, da steht Club der Diabetiker Aeronauten e.V. 1911 und darunter etwas kleiner die Anschrift des Hausarztes der Fliege und die Information, dass man im Falle eines Unfalles die Sicherheitsvorschriften für Diabetiker beachten soll. Das erklärt alles. Die arme Fliege. Am Zuckerschock gestorben. Ja. Gut. Aber jetzt, die Fliege ist tot, es ist nichts mehr zu wollen. Dann können wir auch der Spinne eine Freude machen. So, und an der Stelle speichern wir mal ab. So, also Spielstand ist gespeichert. Überlegen, was haben wir jetzt eigentlich erreicht? Wir haben jetzt die Fliege. Die Fliege könnte man der Spinne geben. Was wollten wir von der Spinne eigentlich?
Die Spinne sitzt auf einem Waschlappen und den Waschlappen brauchen wir, um das Bonawachs auf den Boden aufzutragen, damit wir die Couch beiseite schieben können, um den Zettel dann unter der Couch hervorzuholen. Ist doch total logisch, also. Ja, dann statten wir doch der Spinne mal einen Besuch ab. Und die war... Die war im Bad, genau. Und das Bad war neben dem Schlafzimmer. Das ist Schlafzimmer. Und hier war das Bad. So. Also. Dieses Zimmer hat seine Glanzzeiten schon weit hinter sich gelassen. Es gibt zwei Fenster, ein schmutziges altes Waschbecken, eine ebensolche Badewanne und ein Wasserklosett, auf das sich nicht mal mehr der Vater von Huckleberry Finn setzen würde. An der Wand über dem Waschbecken hängt ein fast blinder Spiegel. Nach Süden kann man ins Schlafzimmer gelangen. Untersuche Badewanne. Da saß nämlich die Spinne drin. Genau. Jetzt muss ich sie irgendwie von dem Waschlappen weglocken. Und im Klosett war doch das Spinnennetz, wenn ich mich recht entsinne. Dichtes, staubiges Spinnennetz. Okay, dann machen wir doch mal öffne Glas. Habe ich es nicht genommen? Ah, ich habe es nicht genommen. Okay. Da, gehe Süden, gehe Osten, gehe Norden. Nimm Glas. Gehe Süden, gehe Westen. Gehe Norden. So, jetzt noch öffne Glas. So, ich nehme die Fliege. Vorsichtig! Ach, welch ein Jammer. Schnüff. Wissen Sie, in unseren Spielen kommt schon mal ein Monster um. Oder ein böser Bösewicht. Aber doch keine unschuldige Fliege. Das haben wir wirklich nicht gewusst, was da auf dem Sticker steht. Es tut uns wirklich leid. So ist der Lauf der Dinge. Sie haben die Stubenfliege genommen. Okay. Dann, wenn sie eh schon an einem Zuckerschock zu Ende gegangen ist, dann legen wir doch mal die Fliege. Lege Fliege auf Spinnennetz. Ja gut. Ist ja verständlich, was sie da tun. Die arme Fliege liegt jetzt im Spinnennetz. Wenigstens erfüllt sie jetzt noch eine Aufgabe im Sinne ihrer biologischen Existenz. Des Kommen und Gehens auf dieser Welt. Ja, ja. Aber wenigstens haben sie einen Nutzen von der Tragödie. Die Idee ist nicht übel. Kaum liegt die tote Fliege im Netz, eilt die fette Spinne mit Riesenschritten heimwärts und lässt dabei den schönen gelben Waschlappen im Stich. Ich soll mal sagen, die Beschreibungen hier sind, finde ich, gut gemacht und auch ganz witzig. So, nimm Waschlappen. Nimm Waschlappen. Waschlappen. Der Lappen gehört nun Ihnen. Wunderbar. So, dann jetzt ans Bonan. Gehe Osten, gehe Norden, gehe runter. So, und jetzt war das bei der Couch. Ist hier ein Billardzimmer? Untersuche Couch. Genau, da lag der Papierfetzen. Auf dem vielleicht was Wichtiges draufsteht. So, haben wir die Tube schon geöffnet mit dem Bonawachs? Die Tube ist offen. Benutze Bonawachs mit Lappen. Waschlappen. Wie, das hilft ihr nicht weiter. Benutze Tube mit Lappen. Trage Bonawachs auf Lappen auf. Das Bonawachs können Sie nicht nehmen. Benutze Bonawachs mit Boden. Das hilft Ihnen auch nicht weiter. Das Spiel versteht mich nicht. Gut, kurze Denkpause.
Okay, kleines Vokabelproblem. Also, ich schmiere das Bohnerwachs auf den Lappen. Ich trage es nicht auf, ich schmiere es drauf. Fein. Das Bohnerwachs befindet sich nun auf dem Waschlappen. Was nun? Benutze Wasch... Nicht wieder der Waschlappen. Waschlappen mit Boden. Der möchte auch eine wirklich genaue Beschreibung, was ich tue. Also... Dann schmieren wir doch nochmal. Schmiere Bohnerwachs auf Boden. Poliere Boden mit Lappen. Das hilft denen auch nicht weiter. Grrr! Was habe ich dabei? Waschlappen. Reibe mit Lappen auf Boden. Bohnere Boden. Stellt sich aber auch ein bisschen an, der Parser. Okay, es war wieder das Schmieren. Schmiere Boden mit Lappen. Also hier hätte ich mir echt mal gewünscht, dass es ein paar mehr verschiedene Möglichkeiten gibt, Sachen zu machen und dass man nicht genau den einen Satz finden muss, den das Spiel versteht. Na gut. Ah, mit dem Lappen, das funktioniert gut. Da, in der Nähe der Füße der Couch. Ja, da ist der Boden besonders rau. Gut. Der raue Parkettboden ist nun aufs Trefflichste mit feuchtglänzendem Bohnerwachs eingeschmiert. Gut, dann schieben wir jetzt mal die Couch. Schiebe Couch. Hau ruck und nochmal. Mist. Das Bohnerwachs ist feucht und klebrig. Darauf rutscht so leicht nichts. Nun, gewöhnlich muss man nach dem Auftragen von Bohnerwachs den Boden auch noch polieren, nicht wahr? Wie poliere ich das jetzt? Bräuchte eine Bürste oder so. Unter dem Spinnennetz, da lag doch eine Zahnbürste. Probieren wir das doch mal. Also, gehe... Wo muss ich jetzt hin? Westen. Gehe hinauf. Immer noch der bedauernswerte Kristalllüster zertrümmert. Gehe Süden, gehe Westen. Kriege ich ja Kilometergeld hier. Gehe Norden. So. Untersuche Wasserklosett. Das Wasserklosett ist nur alt, furchtbar dreckig, die Brille fehlt, Wasseranschluss auch nicht mehr zu sehen. Über den Schüsselrand zieht sich ein dichtes, staubiges Spinnennetz, eine fette Spinne sitzt darin, nagt mit vollen Backen an einer Fliege, wie die da nur hinkommt. Unter dem Spinnennetz sieht man eine alte Zahnbürste in der Schüssel liegen. Dann nehmen wir doch mal die Zahnbürste. Nimm Zahnbürste. Hey, Sie werden doch wohl der armen Spinne nichts tun wollen. Der Mann der Schwägerin zweiten Grad ist der Cousine mütterlicherseits unserer Teilzeitsekretärin, kennt jemanden, der die Nummer vom Tierschutzverein weiß. Passen Sie bloß auf, dass Ihre Absichten dort nicht bekannt werden. Okay. Na, vielleicht mag er die Spinne auf ihren Lappen zurück. Was? Ja, benutzen wir gar nicht. Lege Lappen in Badewanne. Er fällt in die Wanne. Patsch! Und die Spinne stürzt los. Scheint ihn echt zu lieben. Aber kaum kommt sie in die Nähe, bleibt sie wie angewurzelt stehen. Der Waschlappen ist braun und dreckig. Zerknirschten Gesichtsausdruck huscht die Spinne in ihr Netz zurück und schenkt ihnen einen wütenden Blick. Sehr spezielle Spinne. Ja gut, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock auf Bohnerwachs zu sitzen. Aber was ist denn, wenn ich den Lappen umdrehe? Drehe Lappen um. Sie sollten den Lappen erst einmal nehmen. Wie? Nimm Lappen. Drehe Lappen um. Ah,
Er ist auch clever. Ich muss ihn erstmal. Naja, ich muss ihn ja tatsächlich erstmal nehmen, aber das hätten wir jetzt echt in einem Schritt machen können. Ha, keine schlechte Idee. Der Waschlappen sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus wie zuvor. Wir hätten da ein fantastisches Wollwaschmittel günstig im Angebot. Aber er ist wieder schön gelb. Das wird der Spinne gefallen. Also nochmal lege Lappen in die Badewanne. Als er patsch zurück in die Badewanne fällt, kennt die fette Spinne kein Halten mehr. Sie stürzt sich aus ihrem Netz davon und bemächtigt sich gierig des Waschlappens. So, dann kann ich ja jetzt die Zahnbürste nehmen. Nimm Zahnbürste. Sie müssten erst das Spinnennetz kaputt machen. Dann mache Spinnennetz kaputt. Okay. Das Spinnennetz ist jetzt kaputt. Es scheint, als treffe sie von irgendwoher ein höchst feindseliger Blick. Nimm Zahnbürste. Gut. Die alte Zahnbürste gehört nun Ihnen. Also weiter. Geh Süden. Geh Osten. Geh Norden. Geh runter. Osten. Poliere Boden mit Bürste. Sehr gut. Das ist zwar ziemlich aufwendig, aber es geht. Nach ein paar tausend Strichen glänzt das Parkett wie neu. Vorsicht! Rutschen Sie nicht aus. Sie sind wirklich erfinderisch. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten jetzt noch verzehnfachen, dann haben Sie vielleicht eine kleine Chance, das Geheimnis um das Auge des Karl zu lüften. Haha. Ja, okay. Wenn jetzt der Parser noch 10-mal so gut wäre, dann... Na gut,